Ihr werdet niemals erraten, was es für alle verdammten Juwelen gibt. Es gibt einen diamantenen, ja, Saugglocke, aka einen diamantenen, ja, Pömpel. Richtig geil, dann kannst du deine Toilette ab sofort mit einem Diamanten-Pömpel putzen. Ist das nicht toll, Luigi? Ja, und willkommen zurück bei Luigi's Mansion 3. Ich zeige euch mal, wie der ausschaut. Schon echt krass, oder? Naja, auf jeden Fall setzen wir jetzt die vier Schlüssel ein und gehen zum Boss. Sarah Schreck, wir haben es geschafft und kommen zu dir. Er denkt sich immer so, geht's jetzt auf? Nein, da muss ich wohl noch einen Schlüssel einsetzen, bis er alle eingesetzt hat. Und jetzt auch noch den letzten. Die Zunge schließt sich und das Tor öffnet sich zum Endboss von Luigi's Mansion 3. Oder wer weiß, vielleicht gibt es noch eine Erweiterung. Auf jeden Fall. Hallo Sarah Schreck, was hast du uns zu sagen? Gib mir sofort Mario. Hallo? Sieh mal einer an. Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass du es so weit schaffst. Ich habe dich für einen Angsthasen gehalten, aber du steckst wirklich voller Überraschungen. Du hast meinen komischen Staubsauger im Hotel geplündert und mir mein gesamtes Personal weggefangen. Also, wäre das nicht genug, hast du mir auch noch meinen geliebten Schatz weggenommen. Meinen Polterkätzchen. Das ist alles kein bisschen nach Plan gelaufen. Das kriegst du zurück. Oh mein Gott. Was ist sie für eine Hexe? Wie konnte dir nur gelingen, König Buhus Plan zu widersetzen? Ganz kurz mal, kein Wunder, dass du dich immer schminkst, weil wenn du wirklich so ausschaust, wenn du brav zugelassen hättest, dass dich in ein Gemälde verbanne, hätte König Buhu mich mit Lob und mit Genialität unterstützt. Aber stattdessen habe ich dank dir alles verloren. Erstmal wieder zupudern, ja. So schaust du auf jeden Fall besser aus. Sollen wir zur Tat schreiten? Ich werde dich jetzt wohl erledigen müssen. So werde ich König Buhus Vertrauen wieder sicherlich zurückbekommen. Bist du bereit? Gib dir ein bisschen Mühe, den Kampf vernünftig zu sterben. Die schnipft einfach nur und alles passt, wie es ist. Oh mein Gott. Komm her, Sarah Schreck. Was? Sie kann einfach in den Fernseher verschwinden. Okay. Oh. Ich verarschen. Bin gesprungen. Und hopp. Oh, Luigi. Gut, geh mal rein da. Hä? Was ist mit Luigi gerade passiert? So, okay, ein Untergrund. Mal gucken, was ich hier so machen kann. Ah ja, okay. Muss ich also draufpömpeln und ab und zu mit Luigi mitlaufen. So. Perfekt, komme ich jetzt hier durch? Nee. Luigi, aber sie ist auch so dumm und greift mich nicht an, ne? Aber gut, dann mache ich mal komplett aus, oder was passiert? Nee, Gabe war das, okay. Ich übrigens 600 Leben, also ja, ich wünsche mir schon mal viel Spaß. Wo ist der letzte Schalter denn? Ach, unter Luigi. I see. Meine Güte, was willst denn du? Aha, da verpisst sie sich erstmal wieder. Guck an. Was soll denn das jetzt hier? Schon jetzt will ich doch kein Upsi. Das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich zu Luigi wechseln. Denn der kann bestimmt hier durch. Mal gucken, was daraus dann wird. Kommst du da raus? Ja, tatsächlich. Natürlich. Zack. Jetzt muss ich erstmal wieder... Oh Gott. Aufpassen. Sie macht jetzt doch nicht wieder alle aktiv, oder?
Nee, tatsächlich nicht. Ach so, hier kann ich einfach so drauf. So, das war's. Ach komm. Kann ich dir deinen Spiegel vielleicht wegnehmen? Brauchst mich hier gar nicht so... Okay, also ich muss mal warten, bis sie mich angreift. Passiert da? Ein Herz kommt raus. Das kann ich sogar öfters machen, glaube ich. Ja, ich check's noch nicht so ganz, ehrlich gesagt. Ich muss hier irgendwie den Spiegel wegnehmen, so viel ist schon klar. Ja, tatsächlich, auch perfekt, ich hab sie. Von hinten also, so wie die Roten immer. Sehr schön. Erste Phase. Hab ich. Nur noch 400 Leben. Jetzt ist sie mal wie ein normaler Boss und sie ist wieder aggro. Heieiei. Ach, jetzt nicht mehr. Gut, hab sogar erst 20 Leben verloren, das geht ja. Oh Gott, jetzt kommt wieder erstmal hier Speedy. Hopp. Aber ich denke mal, dass sie doppelt macht, aber macht sie gar nicht. Was? Wo? What? Ah. Was tut sie? Ich sehe nichts. Ah ja, gut. Jetzt bin ich gut im Timing. Zack. Sehr schön. Immer so Ausweichphase. Was passiert jetzt? Ah, jetzt kommt wieder die Phase. Sehr schön. Jetzt gehen wir durch. Dann so lange kann ich mit... Hier. Sehr schön. Jetzt kannst du gleich noch das nächste machen. Oh, ich habe die Batterie nicht eingesteckt. Oh, das mache ich mal schnell. So, okay. Nein, geh mal weg von mir. Hier, Sarah Schreck. Das geht ja gar nicht. Ich möchte bitte... Zack, Nummer 3. Perfekt. Okay, aber das geht sogar gegen sie, der Fight, würde ich sagen. Zack, und nochmal... Damit auch der letzte Strahl weggeht. Sehr schön, schnell, 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 schnell. Jawohl. Hab wieder ihr Make-up zerstört. Und jetzt sauge ich dich zum zweiten Mal auf. Den Spiegel hast du auch verloren. Jawohl. Die letzten 270 Leben. Ey, krass. Das könnte man sogar beim nächsten Mal schaffen. Achso, ich kann jetzt mit Luigi gar nichts machen. Soll ich zumindest mal die Spinnen auf? Oh, jetzt sollte ich mal zu Mario wechseln. Was zu Luigi? Nein. Es wird echt immer krasser mit ihr hier. Das war schon echt knapp, muss ich sagen. Macht's nochmal was? Ja, war klar. Dass es jetzt in die andere Richtung geht. Jetzt war ich aber sogar fast zu flott. Sehr schön. Bekomme ich ja ganz gut hin eigentlich. Zack. Muss ich wieder kurz mal laufen. Oh mein Gott, was habe ich getan? Alter, das war gerade echt ein bisschen Glück sogar. Geh mal weg, Sarah Schreck. Wo ist Luigi? Er ist nicht ernsthaft gestorben, oder? Serious, was macht sie denn? Ich kann sie aber auch so angreifen, fällt mir gerade auf, glaube ich. Warum denn nicht, ja? Eigentlich sollte das gut sein, gehen. Ah ja, perfekt. Dann mache ich erstmal so. Oh, fuck. Sie macht schon wieder das hier. Zack. Ah, ich mache mal... Ich denke mal, dass sie jetzt Assi wird und doppelt das macht. Perfekt. Naja, schon wieder nicht. Okay, anscheinend ist es, macht sie das gar nicht. So. Was kommt jetzt? Ah ja, okay. Ach so, das ist ja schon weg, stimmt. Das muss ich wieder beeilen, bevor das Wasser kommt wahrscheinlich. Jetzt kann ich dich doch auch angreifen. Ja, tatsächlich. Okay, ja, dann ist ja eigentlich wurscht. Habe ich eh gerade Zeit. Zack. Jawohl, letzten 100. Krass. Okay, noch einmal muss ich sie bekommen. Ups, dafür ist es aber wieder alles aktiv.
Zumindest 3 Stück, warum auch immer. Mit Fluidi und Luigi hier oben zu sein, ist schon echt krass. Oh ja, geh auf Luigi, perfekt. Na, oh, schade. Knappes Ding sogar. Ja, letzten 100 Leben. Komm schon. Nein, aber ich egal. Ich habe hier 50 abgezogen. Passt schon. Was tust du jetzt? Jetzt macht sie wieder den roten wahrscheinlich. Aber ist auch wurscht, ganz ehrlich. Ja. Sonst noch wo? Nee. Ach so. Nur den einer. Ja, dann ist ja alles easy. Ich schätze echt, ich denke immer, dass sie es mehrfach macht, aber anscheinend nicht. Warum eigentlich nicht? Jetzt habe ich es gedacht. Aber nein, sie macht es tatsächlich. Natürlich laufe ich in die falsche Richtung. Er hat mich safe, oder? Ja. Es könnte aber echt tatsächlich dadurch schwerer werden, muss ich mal so anmerken. Oh Gott. Ich probiere es gar nicht mehr, glaube ich, mit Luigi, weil die letzten 52 Leben, die kann ich auch so machen. Ja, vor allem, weil sie jetzt wieder alle macht. Nein. Upsi. Das wird mich safe einen Knochen kosten jetzt dadurch, dass ich es nicht mache. Mein Gott, ich bin auch so blöd. Komm her. Sarah. Och Mann, sie ist genau in die falsche Richtung geflohen. Jetzt mal ehrlich. Oh Gott, falsche Richtung. Jetzt kriege ich doch eigentlich ganz schön was drauf. Vielleicht muss ich mal... Oh Scheiße. Das war jetzt schlecht. Ich bin tot. Nee, tatsächlich nicht. Wow. Achso, perfekt. Oh, ich stehe perfekt, wirklich. So, was macht's jetzt wieder? Aha, das hier. Ah, hier rennt halt genau rein, genau. Egal, 38 Leben. Das kann man tatsächlich echt noch schaffen. War recht gut. Bitte hier, mal, tu mal den hier machen. Warum kannst du nicht einmal... Ja. Ja, perfekt. Ja, Sarah Schreck. Du bist weg. Jetzt make-upt sich sie, ja, aber wie cool. Tatsächlich macht sie das. Oh, und man kriegt sogar tatsächlich eine gute Heilung. Sarah Schreck ist besiegt. Ja, da kannst du dich tatsächlich freuen. Doch wo ist jetzt Mario? Oh, ich bin voll. Aber egal, ich mach's trotzdem. Wir haben tatsächlich noch keinen Knochen verbraucht und das freut mich. So, dann Mario, komm her. Endlich. Ich habe dich wieder. Ich habe eigentlich gedacht, Mario kommt als letztes, aber anscheinend Peach. Okay. Oh yeah. Yeah. Way to go. Mario. Schön. Genau, doch, wir dürfen eins nicht vergessen. Ach so, Peach wahrscheinlich. Ach, Mario, warum? Geh doch einfach zu Professor Igitt, ich schaff das schon. Mario? Safe, er ist jetzt wieder gefangen. Genau, wir dürfen unser Ziel nicht aus den Augen verlieren. Wir müssen Boohoo wieder zurückbekommen. King Boohoo. Ich empfange Signale einer ungewöhnlichen Präsenz hinter der Tür. Luigi, bist du bereit, dort hineinzugehen? Ja, ich bin bereit für den Boss, denn wir haben alles gemacht, was wir machen können. Gut, mehr Ratschläge habe ich nicht. Ich wünsche dir alles Gute, Luigi. Sei vorsichtig und... Huch, oh nein, nein! What? Okay. Ich kann sogar steuern hier, krass. Kann ich den aufmachen? Nee. Ganz ehrlich, oh, der Pümpel sieht so geil aus. Das lohnt sich echt. Kann ich nur empfehlen, sich alle Juwelen zu gönnen. Weil, vor allem, weil die so coole Rätsel haben. Gut gemacht, Mario. Ach, natürlich jumpt er wieder so richtig flott, ne? Wie man es von Mario kennt. Leop. Ja, ich bin halt nicht so schnell wie du. Nur seit wann müssen wir denn Treppen laufen? Oh, da war King Boohoo. Heißt, wir spielen auf dem Dach gegen ihn, oder was? Ah, sieht so cool aus, dass man hier mit Mario läuft. Ja, ich bin auf dem Weg. Natürlich macht Mario erstmal den Jump und macht den Boden kaputt, dass ich schön nicht mehr nachkomme.
Bloß nicht runterschauen, bloß nicht runterschauen, Luigi. Gut, dass das keine Gefühlssache ist, sondern einfach, getimed ist und man eigentlich nichts falsch machen kann. Zurück kommen wir also nicht mehr. Jetzt heißt es, den Boss zu besiegen. Was ist das? Was bringt denn das? Ach, Geld. Sehe ich schon. Oh mein Gott. Ziemlich viel Geld, um genauer zu sein. Ja, tatsächlich. Wow. Jetzt, Mario, beruhig dich mal. 6000 Geldscheine gesammelt. Oh, krasser Erfolg. Ey, wir hatten sogar fast noch 76.000. Aber mit 75 kann man das doch ganz gut abschließen. Ey, warum macht ihr mir jetzt Damage? Ah, ihr heilt mich nochmal, eher gesagt. Okay. Dann kann ich den... Nee, okay. Gut, dann geht's jetzt zum Boss, würde ich mal sagen. Oh mein Gott, epic. Vor allem allein die letzte Etage. Millionen Scharen von Fledermäusen. Und nicht zu vergessen... Oh, noch nicht ganz. Buhu. Würde ich eigentlich sagen. Ah, wir haben 76.000. Yay. Das hätte ich eigentlich nicht mehr gedacht, aber krass. Er macht wieder Juhu. Ja, war ja klar, die Wandsprünge, wie man von Mario kennt. Und ich jetzt so, ich kletter mal dann die Leiter hoch, ne? Das bedeutet aber auch, wir haben wirklich von ganz unten B2 bis ganz oben zur Spitze des Hotels uns hochgekämpft. Ja, kannst du jetzt mal klettern? Oder nicht so, Luigi? Anscheinend nicht so. Ach so, weil da was fehlt. Ah, ich sehe. Moment mal, ich will aber in den Buhu rein. Darf ich das? Lass mich mal in den Buhu rein. Nein, das geht nicht. Oh mein Gott, ich habe gedacht, die stoßen mir jetzt runter. Tun sie aber Gott sei Dank nicht. Hier komme ich wahrscheinlich hoch, ne? Ja. Okay. Wir bestreiten den Weg ganz nach oben im Hotel. Ich mag jetzt schon die kompletten Bossfights hier in einem Part haben. Deswegen mache ich jetzt auch nicht zwei draus und so. Damit es richtig geil und epic ist. Bist du bereit, Peach zu retten? Hallo, Peach! Ich würde sagen, zu früh gefreut, oder? Ja, das war ja klar. Das Schlimmste steht noch bevor. Wie dreist von dir, das so mir entgegenzustellen, Luigi. Du hättest lieber früh flüchten sollen, solange du noch die Chance hattest. Aber du bist lieber geblieben und hast dich bis hier hochgekämpft, um mich herauszufordern, du Narr. Na schön, mit Hilfe von Igits ärgerlichen Erfindungen hast du mir den Weg durchs Hotel gebahnt und überall Geister aufgesaugt. Wummschleif, Such, Schlucht, Schlitz, Wups. Nur weil ich einen Geister aufgesaugt hast, kannst du noch lange nicht mit mir aufnehmen. Und diese Sarah Schreck. Sie hat die Leute einfach nicht entkommen lassen. Es nervt, wenn jemand entwischt, der im Bild gebannt war. Sarah Schreck, diese Geister. Nutzlos, allesamt. Ich werde einfach alles selber machen. Das Maß ist voll. Die Zeit der Gnade ist vorbei, Luigi. Keine Tricks und keine ausgeklügelten Strategien mehr. König Buhu greift jetzt knallhart auf. Ihr werdet allesamt in mein Gemälde landen. Ein schönes Gruppenbild, das in euer Schicksal ist. Das würde mich sogar interessieren, wie das ausschauen wird. Oh, Professor Igits. Und die drei Toads. Beziehungsweise, ach so, die werden jetzt schon mal verbannt, würde ich sagen. Ja, nice. Ihr habt's nicht anders verdient. Das hätten wir gleich. Na los, gesell dich sofort zu den anderen. Mein Gemälde muss vollständig sein. Entschuldige, dass du so lange warten musst. Bist du bereit? Nein? Naja, ist mir eh wurscht. Oh, cool. Er hat mich nochmal gerettet. Aber jetzt schaut euch dieses Bild an. Alle Toads, Professor Igit, Mario und Peach, wieder alle weg. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moment mal.
Es sollten noch 7 sein. Wer fehlt? Luigi! Was machst du denn da drüben? Ah, jetzt reicht's. Du gehst mir so langsam auf den Geist. Na, warte, du willst kämpfen. Na dann los, Luigi. Das ist dein Ende, endgültig. Hier kommt König Bufu. Ja, von mir aus, ganz ehrlich. Wieso lässt die Batterie nach? Ich habe es doch stecken. Willst du mich jetzt verarschen? Oh mein Gott. Was ist das denn? Kann ich ihn dann angreifen oder was? Ich weiß es nicht, ehrlich nicht. Wir müssen noch testen, wann ich ihn angreifen kann. Oh, ich wollte springen, nicht... Oh wow, bis jetzt läuft es ja super gut, findet ihr nicht? Was machst du jetzt? Okay. Das geht, ja. Okay, außer du wirst schneller, dann ist es nicht so geil. Ich brauche hier auf jeden Fall einen Knochen, glaube ich, weil Heilung, da sehe ich jetzt nicht wirklich noch was. Man weiß auch nicht, wie viel Leben er hat. Bomben! Oh, upsi. Oh, gut, dass ich nicht angesaugt habe. Wie kann ich... Oh mein Gott. Ah ja, perfekt. Ich habe es geschafft. Perfekt. So also geht das. Und ich schätze mal, mit den Bomben kann ich ihn angreifen. Ich bin mir leider jetzt nicht sicher, weil das wird ihm ja wohl kaum was ausmachen. Ja, jetzt kann ich hier einfach stehen bleiben wahrscheinlich, oder? Nee, er kommt immer dahin. Oh mein Gott, wo ich zuletzt war. Gut, jetzt kommt wieder das andere. Perfekt. Es läuft auf jeden Fall besser als beim ersten Try, weil ich jetzt weiß, was er macht. Oder was macht er jetzt? Aha, ja. Ey, wie soll man das denn treffen? Nee, ich habe wieder mal nicht getroffen. Oh Gott. Ich check halt nicht, wann ich ihn treffen kann, oder? Also ich muss auf jeden Fall die Bomben nutzen, das ist ja logisch. Weil anders kann ich ja nicht wegschießen was, oder? Die Kugeln ja wohl kaum. Ja, Feuerkugeln. Ja, komm. Wow, das war ja, der war jetzt schnell. Das hätte ich nicht gedacht. So, 3. Und jetzt macht er wieder diesen langen da. Sehr schön. Okay, mal gucken, was du jetzt so drauf hast. Kugeln? Hoffentlich. Jawohl. Nein, ich konnte ihn gerade abschießen. Habt ihr es gesehen? Ja, ich hab's getroffen. Nice. Haha, so geschieht's dir recht. Wahrscheinlich brauche ich Luigi. Das macht sonst keinen Sinn irgendwie. Hauruck. Ja, habe ich mir gedacht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nice. 3 Hits gelandet. Super. Ach, aggressiver, oder? Erste Phase bestanden, würde ich mal sagen, nach 3 Versuchen. Er wird dupliziert, aber der linke ist auf jeden Fall der echte, das sieht man ja. Hier erstmal hin. Gut, das mit dem Blitzen geht ganz gut. Das war jetzt schon knapper. Machen die jetzt beide das mit der Zunge? Da, was? Nein. Hab ich schon gedacht. Achso, so weit gehen sie eben nicht. Ah ja, okay, der echte kann nur eine Schauwelle machen. Das macht sogar Sinn. Upsi. Na, ist eigentlich auch wurscht. Ich glaube, ich konnte sie gerade nicht angreifen. Ich muss erstmal wieder kapieren, was sie überhaupt vorhaben. Feuerbälle beide. Oh mein Gott. Ja, viel Spaß. Ach so. Also ich werde hier auf jeden Fall einen Knochen brauchen. Wenn nicht, dann weiß ich auch nicht. Ganz ehrlich. Was macht ihr jetzt? Oh mein Gott. Wie soll man das denn bitte schaffen? Ich nehme mal Luigi. Ja, geil. Zum Thema. Ich kenne hier kein Muster irgendwie. Ach so. Ja gut. Ich wusste nicht, dass man abwarten kann. Deswegen, naja. Da haben wir noch immer einen Knochen. Das Problem ist, ich kann mir nicht noch einen kaufen. Falls ich jetzt den nächsten auch noch verschwende. Aber 2 ist, denke ich mal, eine ganz gute Sache. Ich verstehe halt noch nicht so ganz, in welcher Phase ich sie angreifen kann.
Ah, sie machen dasselbe nochmal. Okay, schön auf den linken aber zielen. Das habe ich jetzt auch schon gecheckt. Wow, da war einfach nichts drin. Ach, nur in der echten ist wahrscheinlich... Nee. Ja, tatsächlich. Ey, er hat sich einfach respawned, willst mich verarschen. Nee, schade. Ich hab's verpeilt wieder. Ach, aber jetzt ist sein Geist weg. Ich habe eigentlich gedacht, der andere wäre der echte. Aber gut. Anscheinend nicht. Ist schon fast ein Beat gewesen. Kannst du dich jetzt bitte nicht mehr duplizieren? Doch, kann er. Ich weiß nicht, was der echte ist. Ich glaube, der rechte. Oh mein Gott. Ja, nice. Ich verstehe nicht, wie ich da denn bitte alles ausweichen soll. Ich weiß nicht, wer der rechte ist, wie gesagt. Also der echte, besser gesagt. Hä? Wie soll ich denn da ausweichen? Der linke schaut irgendwie mehr danach aus. Oh Gott. So, jetzt erstmal wieder Mitte. Wo jetzt? Ach ja, sie machen es nur einmal. Okay, gerne. Nein, ich habe natürlich nicht getroffen. Wer kennt's nicht? Hallo. Na super, Alter. Ey, ich werde so down gehen hier. Naja, ich habe hier wenigstens noch was. Wo kommt denn der andere jetzt? Ich weiß absolut nicht, welcher der echte ist. Jetzt mal for real. Wie soll man das denn erkennen? Immer der erste vielleicht? Ich bin mir nicht sicher. Sehr schön, jetzt machen sie außen, ne? Ja, perfekt. Okay, ich hab's geschafft. Bloß das verstehe ich nicht. Hä? Wie soll man denn da ausweichen, bitte? Verstehe ich nicht. Och, Mann. Macht jetzt wieder Bomben, hoffentlich. Ja, Gott sei Dank. Jetzt einfach mal auf den da. Scheiße, nicht getroffen. Ja, super, dass ich sie nur einmal erwischen kann. Pro Phase. Ey, ich bin gehüpft und es hat geklappt. Wow, das hätte ich nicht gedacht. Uff. Aber ich bin wieder auf 59, so gefühlt die ganze Zeit. Komm schon, ich muss jetzt mal den richtigen treffen. Ah, jetzt machen sie wieder Schlecker, stimmt. Nee, tatsächlich das ja, aber gut. Nicht sowieso unnötig, die Phase. Kann man sich hier sowieso in die Mitte stellen. So, dann so. Und jetzt seid ihr hoffentlich mal glücklich. Alter Schwede. Ich weiß halt echt nicht, wer der echte ist. Woran soll man das erkennen? So, ah, der rechte, glaube ich. Ja, 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 der hat die Krone. Komm schon. Ja, ich hab's doch erwischt. Müsst mich verarschen. Heilung, Heilung, Heilung. Ganz wichtig. Also der ohne Krone ist der echte, oder wie soll ich das jetzt verstehen? Das war voll drauf. Ich verstehe es nicht. So, wieder eingetroffen. Ja, der ohne Krone ist der echte. Okay. Also der ohne so eine goldene Krone. Okay, ich weiß es jetzt auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ihr es verstanden habt. Aber ich weiß es jetzt. Macht ihr wieder das? Der rechte ist der echte. Wenn nicht, dann weiß ich jetzt auch nicht. Ja, sag ich doch. Ha, okay, nice. Okay. Nein. Mein Gott, was habe ich getan? Okay, jawohl, ich hab's wieder. Oh, Gott sei Dank. Jawohl. Zweite Phase rum. Stell ich hier mal Fluidi einfach mal so ab. Oder was passiert jetzt? Habe ich es geschafft? What? Ich will jetzt das ganze Hotel einfach rein, oder was? Was? Er lässt einfach Bäume fliegen. Wieso schwebt eigentlich alles außer ich, frage ich mich. Oh mein Gott, sieht das episch aus. Das ist so krass, Alter. Okay, der in der Mitte ist aber der echte. Ich weiß jetzt überhaupt nicht, wie ich das erkennen soll. Okay, Fluidi ist tot, aber
Das kann man auch nicht so gescheit sagen, ganz ehrlich. Zack. Ich sehe nichts. Ah, hier. Gott, das heißt noch nichts was. Ah, ich habe eine gewisse Zeit. Okay, ja, das könnte eher die Problematik werden. What the fuck? Was soll ich denn jetzt tun? Ich verstehe es überhaupt nicht. Hä? Wie soll man denn bei so einem Bombenhagel entscheiden, welche Bombe ich jetzt nehmen kann und welche nicht? Ich bin ja schon froh, dass ich hier gerade kein Damage bekomme, was ich hier auch immer gerade mache. What the fuck? Ich glaube, ich werde hier down gehen. Ah, ich verstehe auch überhaupt nichts. Ja, klar. Okay. Verstehe ich. Mhm. Schön, dass sich jetzt auch alles auflöst. So, jetzt. Ja. Okay, ich hab's verstanden. Oh Gott, bitte nochmal. Ja, ha, ich hab's gecheckt. Okay. Ding ist, ich werde jetzt wahrscheinlich sterben, weil die Bomben absolut keinen Plan, wie ich das machen soll. Nee, runter kann ich nicht gehen. Wäre auch weird. Oh mein Gott. Ah, okay, der ist der echte. Ja, und schon habe ich keinen Plan mehr. Oh, ich bin tot. Oh je, Mine, letztes Leben. Ich hätte lieber 3 Knochen nehmen sollen, weil ich irgendwie echt schlecht bin. Ach, das ist halt die finale Phase, aber ich check's halt nicht. Ich weiß nicht, wann ich die Chance habe, ihn zu töten, so. What the fuck? Am Schluss beäche ich ihn hoffentlich in einem 4 Minuten habe ich wieder Zeit, warum auch immer. Ja! Das war jetzt nicht der Richtige, willst mich verarschen. Wow, natürlich habe ich ihn nicht erwischt. Scheiße. Ja, ich habe keine Dinger mehr. Oh. Oh, ja, aber gut. Mit 2 kann ich schon besser arbeiten. Wo hat denn der das jetzt gemacht? Was tun die? So, okay, jetzt gehst du bitte wieder hoch. Jawohl. Okay, ich habe das jetzt wenigstens kapiert und werde trotzdem getroffen. Scheiße, letztes Leben. Sag jetzt nicht, die werden wieder zu dritt. Weil ich kann da nicht so erkennen, wer der echte jetzt ist. Ach so, ich musste auf den Diamant gucken. Oh. Der erste war es blau. Ja, der echte ist blau. Ha, ich weiß es noch. Nice. Aber ich sehe hier kein Blau. Ich glaube, der rechte ist das jetzt in dem Fall. Okay, in der Phase kann ich noch am besten ausweichen, finde ich, weil die ist noch so am chilligsten. Obwohl da 100.000 Feuerbälle auf eingeworfen werden und die Sicht hier manchmal versperrt wird, wie gerade eben. Komm schon. Ich muss nur einmal den richtigen treffen. Der jetzt, ich muss es halt gleich sehen. Komm schon, blau ist der richtige. Ich sehe nichts. Der rechte. Der rechte oder der... Ich habe keinen Plan. Nein, komm her. Ja klar, okay, ich werde hier sterben. Ich werde down gehen. Oh nee, es gibt Heilung. Es gibt Heilung. Es gibt Heilung. Es gibt Heilung. So, wer ist wieder wer? Der rechte. Nee, der mittlere. Der mittlere. Ja klar, jetzt ist wieder das da. Was soll ich denn da tun? In der Phase, jetzt mal for real. Digga, wenn es hier komplett rumgehagelt wird mit Bomben. Ah, der mittlere, ich bleib dabei. Ja, nice. Oh mein Gott, ich habe eine Chance. Ich habe eine Chance, es zu bekommen. Du, komm schon. Ja, komm schon, letzte Phase hoffentlich, weil ich kann das nicht mehr. Ich werde sonst down gehen. Ja, komm her, König King Boohoo. Ach, jawollo. Ey, was bekommen wir denn? Ah, das... Nee. Ein fettes Juwel. Okay. Was bringt mir das denn? Ja, das kannst du laut sagen, Luigi. Und ohne meine 2 Knochen wäre ich auch down. Doch jetzt gucken wir erstmal,
was uns dieses fette Juwel, das in seinem Kopf war, bringt. Das Lila, ne, ich hab's mir gemerkt. Lila-Blau. Oh Gott, ist das Bild riesig. Schön. Hello. Hello, Luigi. Ja, ja, cool. Ach, trifft wieder genau meinen Humor, echt. Wie cool. Heißt, die wollten gar nicht böse sein, die Geister. Die wollten einfach nur, dass man, also sie waren einfach nur unter dem Bann von King Boohoo. Eigentlich sind sie nett und jetzt bauen wir zusammen anscheinend ein neues Hotel auf, in dem dann man auch wirklich Urlaub machen kann und das finde ich einfach super toll. Die Musik, ja, fangen wir doch gleich mal damit an, weil natürlich kommt jetzt mal wieder meine Meinung, wie in jedem Endscreen, könnte man sagen. Und zwar erstmal die Musik. Hat mir mega gut gefallen. Es war halt einfach so passend zum Theme. Zum Beispiel, da war so ein gammliger Hausmeister. Dann kommt auch so eine gammlige Musik. Zum Beispiel jetzt im B2. Oder halt zum Beispiel auch bei dem Musiker kam so eine schöne Oper im Hintergrund. Und genau, wow. Es hat mir einfach toll gefallen, diese Musik. Die Grafik ist natürlich unfassbar. Es gefühlt jetzt einer der schönsten Spiele, die es jemals bis jetzt auf der Switch gab, nach über zwei Jahren, knapp drei schon bald. Genau, und es ist mega cool. Oh, und der Remix gönnt ihn euch im Hintergrund. Dann natürlich die Story, die fand ich jetzt halt, ja, ist halt eigentlich wie immer, King Boohoo bricht irgendwo aus, verbreitet sein Schrecken und ja, genau. Aber dass die Geister jetzt mithelfen, wieder das Hotel zu bauen, was man jetzt auch hier rechts sieht, das finde ich eigentlich echt mega cool und das gefällt mir auch. Am Schluss machen die da wirklich ein Luxushotel aus von meinem Ersparten, dass ich hier alles ergattert habe, die 75.000, 76.000 oder so. Ja genau, also wie gesagt, auf jeden Fall finde ich das mega cool. Oh, wie cool, schaut euch auch die Bilder an. Also ich hab ehrlich gesagt am Anfang, wo ich so angekündigt wurde, habe ich mir halt gedacht, naja, tue ich es halt Let's Play in Mai. Freue ich mich jetzt nicht wirklich drauf, aber ich kaufe es mir halt, weil es ein neues Spiel ist. Und ja, bei Luigi's Mansion 1 und 2 hat mir halt nicht so gut gefallen. Und 3 toppt einfach beide Spiele und es hat mich komplett fasziniert und in den Bann gezogen. Es war einfach toll. Es war auch so eine Mischung aus 1 und 2. Bei 1 hat man ja diese Nostalgie und dieses Gefühl, dass man in einem Gruselhotel ist.
jedoch halt nicht so wirklich eine Abwechslung. Dafür in dem zweiten Teil, da gab es ja mehrere Häuser, damit wollten die Entwickler halt erreichen, dass es etwas mehr Abwechslung gab. Dafür gab es dann nicht mehr dieses Feeling, dass man in einem fetten Haus war. Und ja, das kommt jetzt hier beides zusammen. Erstmal das Feeling, dass man in einem Haus ist und das so alles zusammengehört. Sind halt die einzelnen, also ist halt dieses Luxushotel und die Abwechslung bietet jede einzelne Etage. Es gab nichts doppelt. Jede Etage hatte etwas Einzigartiges. Am Anfang bist du Etage 3, glaube ich, von B1 bis 3 war halt so typical Hotel. Und ab 4 dann gab es immer was Neues zu sehen, wirklich, immer. Von einem Orchester bis hin zu einem lebenden Dinosaurier-Museum oder was weiß ich was, einer Disco oder einer Piratenbar, keine Ahnung. Einfach alles war dabei, alles war super hier inszeniert und alles einfach, ja, schöne Easter Eggs und alles drin. Doch einen Minuspunkt gibt's dann doch noch und der ist schon ziemlich hart und zwar die Steuerung. Die ist schon so ein bisschen krakelig. Ich meine, man findet sich rein nach ein paar Spielstunden, aber am Anfang ist das echt super nervig. Irgendwie, wenn man die Taschenlampe aktiviert hat, steuert man anders, als wenn man saugt und dabei sich drehen will. So, irgendwie entgegengesetzte Richtung. Oh mein Gott, guckt euch das an. Sarah mit ihrer Katze vereint, verehrt immer noch King Boohoo. Aber wir kommen gerade vom Thema ab. Also die Steuerung, nee, echt, die könnte man sich besser überlegen. Vor allem, man hat auf der Switch, vor allem auf dem Pro-Controller auch so viele Tastenmöglichkeiten. Und dann, ja, macht man sowas. Zum Beispiel hat mich das angekotzt, das hatten wir ja ziemlich oft, dass die Düsterlampe auf X gedrückt ist, aber Aktionen auch auf X sind, zum Beispiel eine Kiste zu öffnen. Und dann kommt das schon öfters vor, dass man eigentlich die Düsterlampe macht, aber dann fünfmal zum Beispiel einen Mülleimer öffnet. Und das nervt mich. Aber sonst, Fazit, ist es ein gutes Game of the Year Spiel, würde ich sagen. Und ich habe mal wieder perfekt abgeschlossen, denn das war's. Mit meiner Meinung und dem Endscreen von Luigi's Mansion 3. Oh, mein Gott, Glückwunsch, Rang A. Hey, ich glaube, das ist sogar der beste, weil das ganze Hotel steht. Das ist jetzt wieder, wie viel Geld man in dem kompletten Spiel ergattert hat. Irgendwie Rang D, C, B und A gibt es. Oh, sie sagen mir Lebewohl, Luigi bleibt leider auch da und Professor Igitt. Ach schön, wenn man so einen Ort verlässt, der so düster war. Ja, schau, Luigi ist jetzt auch glücklich. Aber wenigstens bist du noch da. Ich freue mich, dass du da bist. Ja, Luigi auch sogar. Ach ja, was für ein tolles Spiel. Ja, das kannst du dir jetzt gönnen, Luigi. Fahren in den Sonnenuntergang. Zurück nach Pilz. Ins Pilzkönigreich, würde ich mal sagen. Bye, everybody. Ja, das wird auch noch ein schönes Ende. Wir haben auf 100% das jetzt geplayt. Doch, Leute, natürlich gehört da noch dazu, dass ich zeig's euch gleich mal. Es kommen jetzt noch ein paar Bonusparts, und zwar die Online-Spiele. Oh, erstmal muss ich wieder meinen Nutzer auswählen. Hier, wir haben jetzt Story durch, auf 100% alle Juwelen, alle Boohoos, den besten Rang, also Rang A. Und ja, jetzt gibt's nur noch den Polterpark und den Wirbaturm. Falls ihr es noch nicht wusstet, ich habe noch keinen einzigen seltenen Geist, da man diese nur im Online-Modus spielen bekommen kann. Also ich zeige euch einmal den Polterpark noch, was es da so gibt. Wahrscheinlich ist das so diese Duells, die man schon kennt. Und den Wirbaturm, genau, mal gucken, was uns da so erwartet. Bis auf jeden Fall demnächst bei Luigi's Mansion 3, denn ganz so durch sind wir doch noch nicht. Und ciao.